So, die guten alten Stoppschüsse funktionieren auch hier teilweise noch. Finde das Büro von Schweiger. Das sollte ja auch kein Problem sein. Also ich wäre dafür, wenn es nochmal einen weiteren Teil von Sniper Elite Zombie Army gibt. Zombie Army hat wirklich Spaß gemacht, vor allem wenn du das dann schön im Koop oder sowas spielst. Da ist er. Und da habe ich eigentlich gedacht, hey, das gibt vielleicht doch noch einen Teil, achso. Ich finde das Büro von Schweiger. Stimmt, ich glaube, wir mussten ja hier irgendwie rüber. So, da haben wir eine kleine Dampflok. Am Start. So, und jetzt kommen wir nämlich rüber. Wir sind nämlich ein bisschen verwirrt. Du gehst da zu einer Dingens hin. Zu dem Punkt. Du stehst halt so gesehen direkt davor, aber du kommst halt da nicht durch, weil da eine olle Mauer drin ist. Beziehungsweise ein Tor in dem Fall bei uns. Und das ist halt, naja, teilweise echt ein bisschen bitter, nichtsdestotrotz. Easy going sind wir schon da. Und da gibt es sogar noch eine Mail. Ich guck mal gleich mal rauf, was da so gibt auf die Mail. Auf jeden Fall, nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr viele neue Let's Plays. Beziehungsweise auch die Wissenschaftler waren unauffindbar. Aber ich suchte weiter in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu finden. Es wird natürlich neue Let's Plays. Lol. Okay. Neue Let's Plays von mir, aber natürlich auch wieder so ein Mix aus niegelnagelneuen Spielen, etwas älteren Spielen und komplett, ich nenne es wirklich mal Retro-Spiele geben. Und ich glaube, diesen Mix treffe ich teilweise doch ganz gut und ich habe noch teilweise viele. Alleine, wenn ich so ans Seifenfilter denke, da habe ich mal gerade Teil 1 gemacht, da möchte ich ganz gerne noch mindestens Teil 2 und 3 machen. Denn ja, Gears of War steht an mit Teil 4, Teil 5. Und viele, viele andere Sachen, was ich noch nicht ganz nur ungern spoilern möchte. Die ich dann noch habe. Und ganz gerne noch machen möchte. Ein schönes, altes, relativ unbekanntes Strategiespiel. Das kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da eine Fraktion habe oder mehrere Fraktionen. Wie da die Storys aufgestellt sind. ETC. Das werde ich dann auf jeden Fall sehen. Es gibt auch das eine oder andere Let's Play. Gibt es auf jeden Fall von dem Game. Lol. Das weiß ich. Oh, ihr könnt ja mal so raten, wenn ihr Bock habt. So, zack. So, der muss auch unbedingt weg. Also ich bewege mich aktuell noch kein einziges Stückchen, bevor ich die Typen hier ausgeschaltet habe. So, der interessant, dass ich den wirklich noch so treffe, dass der drauf geht. So, der ist auch weg. Da oben ist der böse Bube, den ich eigentlich schon die ganze Zeit haben wollte. So, damit ist der auch weg. Und dann kommen wir endlich mal hier raus. Hoffe ich mal zumindest. Nee, wir werden auf jeden Fall nochmal angepeilt. Aber wir können natürlich ein bisschen umgehen. Ja, und die zerstören natürlich ihre eigene Basis. Unsere Sprengsätze sind natürlich jetzt auch mehr oder weniger hochgegangen. Ach, da ist er. Dann habe ich noch definitiv... Resident Evil ist vielleicht sogar noch so eine Option. Halo
ist noch für mich so eine Option zu machen. Alter, so weit komme ich gar nicht runter. Aber für Halo, gut, Halo 1 habe ich, also an sich würde mir praktisch nur Halo 2 fehlen und da würde ich mir halt, wenn dann schon, ja, eine Xbox, eine One S holen, um das halt machen zu können. Das würde für mich dann auch kein Thema sein. Hallo! Eieiei. Oder auch kein Problem sein, sagen wir es mal so. Und dass ich jetzt gerade so krass hier verkackt, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Es ist natürlich alles ein bisschen her, wo ich das letzte Mal das alles gespielt habe. Vielleicht werde ich nochmal A Way Out auch nochmal Let's Playen mit jemandem zusammen. Ich habe keine Ahnung, da bräuchte ich wenn denn aber erstmal einen gescheiten Koop-Partner. Wollte ich ja eigentlich mit meinen 2018er Anfang, also Anfang des Jahres mit dem Besuch aufnehmen, aber das hat sich dann rausgestellt, dass das nicht so eine gute Idee ist. Weil die Ungeduld dieser Person doch einfach zu hoch war. Und das auch so unruhig gewesen wäre. Das heißt, es ist, nee, keine gute Idee. So, wir gehen auf jeden Fall auch hier oben lang. Oh, wir nehmen noch ein bisschen was mit. Ich werde dich finden. Mal gucken. Auf jeden Fall, ihr könnt natürlich, ich denke mal, Sniper Elite V2 wird vielleicht den einen oder anderen auch wieder ansprechen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe das und das Spiel halt unfassbar gerne gespielt und ich finde, du machst deine Sache ganz gut. Vielleicht nicht super oder wie auch immer. Aber hey, dein Stil gefällt mir. Ich würde ganz gerne mal Spiel XY von dir sehen. Dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Alter! Und dann werde ich es natürlich schauen, ob ich es dann mache. Natürlich kotzt es mich gerade hier echt an, dass ich hier so verkackt. Ganz viele Command & Conquer beispielsweise kommen auch noch. Genau. Ich bin gerade am Überlegen. Sagen wir mal, weil es mir gerade einfällt, hey, pass auf, ich habe ganz gerne Spec Ops, irgendein altes Spec Ops gespielt aus PS1 Zeiten. Was ich ja schon einmal gemacht habe. Da wird auf jeden Fall auch noch zwei habe ich ja noch, die ich noch machen kann. Inwiefern ich denn da noch welche mache, weiß ich noch nicht. Aber beispielsweise, hey, ich habe ganz gerne Spec Ops Ranger Assault oder so gespielt. Du hast Seifenfilter 2, kannst du das nicht machen? Einfach reinschreiben und dann schaue ich mir das Spiel mal an. Und wenn es mir zusagt, auch wenn ich es kaufen muss, habe ich kein Problem mit. Werde ich es mir definitiv anschauen und wenn es mir definitiv zusagt und ich sage, jo, habe ich Böcke drauf, dann werdet es auch ihr dann irgendwann sehen. Wenn es denn natürlich passt und ich vielleicht das Game schon habe und damit schon liebäugel dazu ein Projekt zu machen. Ja. Dann könntet ihr es vielleicht sogar relativ schnell sehen. Aber muss man denn natürlich dann wissen sehen. So, wichtig ist jetzt, dass ich jetzt nicht nochmal drauf gehe. Boah, nicht schon wieder, sagen wir es mal so. So, zack, zack. Da. Oder wie auch immer, ihr habt ja beispielsweise das Time Splitters. Oder so, glaube ich, kam nochmal als Spielewunsch. Da muss ich überlegen, ob ich das mache, weil das sieht halt schon relativ schwer aus. Das müsste ich mir auch kaufen. Die Frage ist halt, bekommt man teilweise die Spiele überhaupt noch? Ich weiß, eBay und sowas ist der beste Freund. Aber auch auf eBay gibt es teilweise nicht alle Spiele. Zumindest nicht auf Deutsch und auf Englisch habe ich nicht so Bock drauf. Also wenn die Synchro auf Englisch ist, ist kein Thema. Mit deutschen Untertiteln
Null problemo. Aber so komplett in Englisch habe ich jetzt keinen Bock drauf. Weil das zeichnet mich, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Viele Spiele gibt es halt nur im englischen Bereich. Und ich möchte es aber als auf Deutsch spielen, weil ich natürlich auch ein deutscher Kanal bin. Klar. Und das dann halt wirklich als deutsches Let's Play. Wo ich denn... ja. Schön ein bisschen zubereiten. Ah, scheiße. Und euch denn schön servieren. Aber auch denn habe die Mission hier gleich wieder geschafft. Wir müssen jetzt nur noch die paar Leute hier ausschalten. Huh. Wenn ich mal treffen würde, wäre es natürlich mega geil. Ja. Wie gesagt, ich bin ja human. Ich helfe dir mal beim Sterben. Normalerweise müsste hier genau rechts einer sitzen. Zack, zack. Wovon ich ganz gerne ein Remastered hätte, das hat auch einer letztens als Kommentar geschrieben. Aber ich glaube, das wird nie kommen. Und zwar von Future LAPD Future Cop von PS1. Das war ist, so ein mega geiler Teil. Den Remastern und davon einen schönen zweiten Teil. Wäre halt mega nice. Von Command & Conquer Red Alert 1. Nee, doch Red Alert 1 und Tiberium-Konflikt soll es ja auch nochmal ein schönes Remastered geben. Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Genau. So, da haben wir mal die Karte. Ne? Zack, 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 zack. Ziele. Oh, ja. Ja, Command & Conquer, das soll ja auch ein Remastered geben. Ob ich die Let's Play so instant, das weiß ich nicht. Es ist natürlich auch immer eine Sache, wovon ihr auch ein bisschen abhängig seid, beziehungsweise huh. Alter. Oh Mann, heute ist auf jeden Fall kein Sniper-Tag für mich. Echt ein bisschen zu viel verschossen gerade. So, den holen wir uns. Bam. Beispielsweise Commandos ist so ein Spiel, wovon es halt wenige Let's Plays gibt. Und wovon ich natürlich noch ganz gerne eins machen möchte. Aber erst, das würde ich halt so zwischenbei aufnehmen. Das würde ich halt wirklich... erst komplett hochladen. Bis ich natürlich auch komplett in der Tasche habe. Und so instant als Nachfolgeprojekt, da bräuchte ich halt schon einen krassen Puffer. Weil das Spiel ist nicht ohne. Der ist gute alte Commandos. Ist natürlich ein Strategiespiel. Nicht mit Bauen oder sonst irgendwas, sondern einfach so taktisch Strategie. Ist halt schwer zu erzählen, beziehungsweise zu erklären. Für einen, der es halt nicht kennt. Aber es ist ein alter Klassiker für einen PC. Anfang. Na, du behältst deine Schussgranate. Zum Anfang der PC-Zeit. Und es macht auch Laune. Nur, dass man da teilweise echt überlegen muss. Weil du hast nur 5 Soldaten, die halt auch nur bestimmte Sachen können.
Und natürlich sind die dann über eine komplette Map verteilt. Und dann musst du halt